Kaum geht's mit F1 2017 los, schon muss ich leider eine unerfreuliche Information loswerden. Folge 12, also das Russland-Rennen, wird nicht wie gewohnt stattfinden, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 37. Also, kleine Information vorab für euch, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Folge 12, das Russland-Rennen, das wird es nicht wie gewohnt geben. Also eine gewohnte Let's Play-Folge wird das nicht. Hintergrund dazu, ich habe das Russland-Rennen soweit gefahren und wollte es auch beenden, das Spiel. Und zuvor wollte ich natürlich die Aufnahme beenden, habe meinen Knopf gedrückt und währenddessen ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe zur Beenden der Aufnahme, ist mir die X-Story abgeschmiert. Da kam so eine wunderschöne Einblendung von Windows. DX-Story funktioniert nicht mehr. Toll. Kommt gleich Erinnerung an Folge 159 bei F1 2016 hoch, denn da ist mir eine Aufnahme auch nicht geglückt. Der Hintergrund da war, ich musste letztendlich nachkommentieren, die aufgenommene Datei, die war nicht ganz vollständig, die wurde vom Programm nicht ganz abgeschlossen. Die wurde gar nicht abgeschlossen, deswegen hatte ich da ja auch etwas zu kämpfen, musste mich auf jeden Fall nochmal dran setzen, um die Folge noch zu retten, denn ich konnte sie damals nicht öffnen und auch nicht in mein Schnittprogramm einlesen. Und auch so bei Folge 12, jetzt bei F1 2017, weil die Folge, die Aufnahme auch wieder nicht wirklich abgeschlossen werden konnte. Ja, habe ich mir gedacht, naja, musste halt das ganze Rennen wie damals in Spanien nachkommentieren. Soweit wäre das noch in Ordnung gewesen, aber vielleicht hätte ich auch Glück gehabt und es hätte alles retten können. Aber dann, als ich gemerkt habe, nach den ersten Schritten, oh, da geht womöglich gar nichts zu retten, da ging meine Laune ganz schön in den Keller. Also, ich habe bis heute ein paar Ansätze probiert. Hat aber leider alles nicht geklappt und deswegen muss ich jetzt erst einmal ankündigen, dass es dann Folge 12 als Alternative geben wird, als Nacherzählung meinerseits, weil ich es bis heute noch nicht hinbekommen habe, die Folge zu retten. Also um einfach mal ein paar Stichworte, was ich da gemacht habe, in den Raum zu werfen, Header reparieren oder Virtual Dub herziehen oder AVI Fix von DXStory oder FFmpeg. Das sagt wohl den meisten nichts, was ich gerade in den Raum geworfen habe. Aber das habe ich alles jetzt schon probiert. Man kann sich es im Grunde so vorstellen, ihr wollt zwei Stücke Stoff zusammennähen und am Ende eure Naht vergesst ihr den Knoten zuzumachen, die Naht einfach zu schließen. Tja, und dann zieht ihr das Stück Stoff an und es dröselt wieder auf. Ich habe zwar noch das Rohmaterial auf der Festplatte, das fast ganze Terabyte, aber ich kann damit leider nichts anfangen. Wie wenn ihr eben diesen, ich sage jetzt einfach mal Pullover, da habt, nicht abgeschlossen habt und der sich wieder auftrennt. Ihr habt zwar immer noch den Pullover an sich, den Stoff, aber ihr könnt damit nichts mehr in gewohnter Form anfangen. Mit anziehen und tragen und sich dadurch einfach wärmen, das geht nicht mehr. Um es einfach mal in Bildern gesprochen zu verdeutlichen. Das ist gerade mein Problem. Jetzt habe ich eben heute gerade erst diese Alternativfolge aufgenommen, also aus meinen Gedanken heraus, das, was passiert ist. Ich habe leider nicht große Hoffnung, dass das mit der Folge noch was wird. Habe sie, wie gesagt, noch auf der Festplatte, aber für den Fall der Fälle, dass mir doch noch irgendein Wink zugute kommt, habe ich sie erstmal gespeichert. Das Terabyte, das kann ich erstmal verkraften. Erst einmal werdet ihr wohl mit dieser Nacherzählung leben müssen. Es ärgert mich einfach. Ärgert mich richtig, aber was will ich machen? Nach über 3500 Folgen jetzt dann ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Kann einfach mal passieren. So wie ein Spiel einfach mal abstürzen kann, so kann eben auch einfach mal das Aufnahmeprogramm. Ist ja auch nichts anderes als ein Programm. Das Spiel, die Software, das Aufnahmeprogramm. Einfach mal passieren. Damals bei Folge 159 war es mein Fehler, da habe ich einfach das Spiel beendet, bevor ich die Aufnahme beendet habe. Und jetzt ist das Aufnahmeprogramm DXStory einfach abgeschmiert. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, ich kann es noch retten. Ich denke aber nicht, aber da wisst ihr erst einmal Bescheid. Kann ich aber schon mal beruhigen, das nächste Rennwochenende in Spanien hat soweit funktioniert, auch wenn ich da etwas Muffensausen hatte.
Jedenfalls habe ich verschärft auf mein Aufnahmeprogramm geschaut beim Beenden der Aufnahme. Hat aber alles funktioniert. Also auf die nächsten 3500 Folgen. Ohne Probleme. Hoffe ich zumindest. Von mir aus auch gar kein Problem mehr. Bis ans Ende meiner Tage. Was hoffentlich noch etwas dauert. Aber anderes Thema, Ende aller Tage für den Outsider. Beginnt. Ha, was für eine Überleitung. Habe ich mir gar nicht ausgedacht. Bin ich ehrlich, habe ich mir nicht ausgedacht. Aber am Freitag, am 15. September erscheint Dishonored, der Tod des Outsiders. Habe ich mir vorgenommen als nächstes, nachdem jetzt nun Hellblade zu Ende ist. Werde ich aber womöglich jetzt noch nicht gleich nächste Woche spielen können, aber wer sich wieder auf Dishonored hier bei mir freut, der kann sich darauf einstellen, das soll es dann als nächstes geben. Dauert wie gesagt noch etwas, aber das Spiel habe ich nicht aus den Augen verloren. Das habe ich als nächstes vor. Ja, und Rainbow Six Siege muss noch einen kleinen Nachtrag geben. Ich habe beim letzten Wort zum Sonntag habe ich gesagt, dass ich bis Folge 390 aufgenommen habe und dann geht es wohl mit Folge 391 mit der Erweiterung der Operation Blood Orchid los. Nein, da muss ich mich korrigieren. Entgegen meiner Erinnerung hatte ich bis Folge 396 Vorrat und um den Übergang nicht zu knapp zu gestalten, habe ich dann direkt im Anschluss nochmal bis Folge 401 aufgenommen. Also, dauert noch ein klein wenig, bis wir dann mit drei neuen Operatoren und auf einer neuen Karte und mit 75% neuem Code, neuen Programmzahlen bei Rainbow Six Siege wieder aufs Feld gehen können. Also, ja, habe ich mich etwas verguckt. Ich hatte es einfach anders in Erinnerung. Bis Folge 390 ging die vorletzte Aufnahmesession. Aber die eine habe ich irgendwie verschwitzt und vorher nachgeschaut habe ich auch nicht. Also geht's dann mit Folge 402 mit der neuen Operation weiter. Soweit, so gut. Ja, hoffentlich die nächsten Aufnahmen ohne Probleme. Und ihr wisst Bescheid bei F1 2017. Sehr, sehr ärgerlich, wie ich finde. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht, aber was will ich machen? Ich bin nun mal von meiner Technik, egal ob Hardware oder Software, einfach abhängig. Und in dem Fall zum ersten Mal wurde mir ein Schnippchen geschlagen. In 3,5 Jahren ist das zu verkraften, auch wenn es sehr, sehr schade ist. Ich hoffe, ihr könnt damit soweit leben, dass ich es euch noch bestmöglich aufbereitet habe. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.